Es geht hier nicht nur um Bayern. Es geht wirklich um ganz Deutschland. Bei diesem Gesetz und auch bei den Grenzüberschreitungen, bei diesen Eingriffen in die Bürgerrechte in diesem Gesetz. Weil was plant die CSU und was plant Seehofer? Er will, dass dieses PAG, dieses schlechte bayerische PAG zum Vorbild wird für das Musterpolizeigesetz. Es soll in ganz Deutschland, sollen sich die Sicherheitsstandards der Landespolizeigesetze angleichen. Das ist das Ziel. Kann man drüber diskutieren, aber ich frage mich, warum müssen es denn die niedrigsten Standards sein? Das kann doch nicht wahr sein und das müssen wir verhindern. Und wenn Söder jetzt ankündigt, er will eine Kommission einberufen und dort mit Datenschützern und der Polizeigewerkschaft und der Zivilgesellschaft das PAG begleiten, dann ist das ein Täuschungsmanöver und ein Trick. Er will einfach dieses Thema aus der Öffentlichkeit raushaben. Aber wir werden diesen billigen Trick nicht mitmachen und nicht glauben. Deswegen werden wir weiterhin die Öffentlichkeit, die kritische Öffentlichkeit aufrechterhalten, weil das ist genau das, was Söder fürchtet. Und zwar werden wir das in Feucher machen, in der Tupfingen, in München, in Bayern, in Coburg, in sonst wo, in Hof. Und zwar bis dieses rechtswidrige Gesetz wieder beseitigt ist. Ich danke euch, dass ihr hier seid und danke an das tolle Organisationsteam, dass ihr hier vor euch so richtig aufgeweckt habt. Wahnsinn, danke. Ja.